auf die Funktionalität unseres Domain Name Services bin ich ja schon mehrfach darauf eingestiegen. Hier jetzt aber zum Abschluss der Nextcloud-Umgebung und des entsprechenden Umfeldes, was hier heißt Networking mit OpenSUSE, wollen wir doch nochmal unseren DNS-Server etwas näher betrachten. Der erste Punkt ist der, dass natürlich unser Enduser, der möchte natürlich gerne relativ unbehelligt von diesem Produkt, von dieser Applikation DNS arbeiten können. Das kann er, solange er weiß, dass der eigentliche Domain Name Services auf einer bestimmten IP-Adresse seine Funktion wahrnimmt. Und das ist hier unser Proxy-Server, der auch gleichzeitig intern als Domain Name Services seine Dienste verrichtet. Man kann das relativ gut mal prüfen, indem man versucht, den Status abzurufen, da das ganze System unter SystemD läuft und ich nicht als Admin angemeldet war. Da sieht man, dass das gesamte System lauffähig ist. Es ist auch geladen. All Zones Loaded sieht man hier sehr schön. Bind DNS funktioniert auch mit vielen anderen, unter anderem halt auch mit Windows-Servern. Wenn man das mal braucht, ist das gar kein Problem. Was steht nun in dieser DNS-Datei drin, die hier aus einer bestimmten Ebene geladen wird? Man beginnt, oder es beginnt tatsächlich im EDC, da stehen dann doch relativ viele Dateien drin, die letztendlich die Konfiguration beeinflussen in unserem Netzwerk. Unter anderem wird hier auch das Bind gestartet und das Bind greift zurück auf eine Struktur, die etwas verzwickt in Unterverzeichnissen versteckelt ist. Und da springen wir jetzt mal hin. Und zwar hier in das varlib-Verzeichnis. Und hier gibt es ein Verzeichnis namens named. Und hier steht dann auch die Masterdatei drin, einmal die für den Localhost, das ist die 127.0.0-Zone, die ist eigentlich immer da. Dann haben wir hier den Master und in diesem Master, da springen wir mal in dieses Directory mit Change Directory rein. Und hier haben wir einmal die Originaldatei, die hierfür verwendet wird. Und ich hatte sicherheitshalber eine Kopie angelegt. Und schauen wir uns doch mal diese Originaldatei an. Das lässt sich ja relativ einfach mit more bewerkstelligen. So sieht jetzt die Originaldatei aus. Wir haben hier vorausschauend im Vorgriff einen Mail-Server. Wir haben für die Domäne, nicht vergessen, immer diesen kleinen Punkt dahinter, unsere Domänenstruktur, und das ist der Server dafür. Und hier wird der Server bezeichnet, tatsächlich mit seiner IP-Adresse, in Address. Und hier die IP-Adresse. Ich hätte das gleich auch noch über so ein CNAME machen können, weil wir haben ja hier oben schon den als Proxy eingetragen. Aber es funktioniert auch so, sodass ich nun in der Lage bin, auch meinen Desktop anzupingen. Denn auch der hat sich jetzt hier wiedergefunden. Der muss auch sich hier wiederfinden, sonst wird das mit dem Bearbeiten nichts geben. Da ist er. Und ich kann natürlich auch den Mail anpingen, wenn das Mail-Aussystem auch noch keine Funktion hat. Hier geht es ja um die Namensauflösung. Also auch der zusätzliche Name, den ich hier definiert habe in dieser Zeile, ist lauffähig. Wichtig, hier wird immer mit Tabulatortasten gearbeitet. Das ist ganz wichtig.
damit das ganze System läuft. Und wen es interessiert, normalerweise ist das System so aufgebaut, vor allem was die Serial Number angeht, hier der Bereich, dass das Jahr vorne steht, dann der Monat, dann der Tag und dann die Version des Tages. In unserem Falle das Jahr 2020, das wird uns ewig in Erinnerung bleiben. Der Monat Juli, der 20. Juli, die Version 2 ist hier aktiv geworden. Das System funktioniert gut. Es ist stabil, es ist sehr schnell und intern mit irgendwelchen Problemen behaftet, kann man überprüfen. Wir haben ja hier ein anderes Booting-System, ich möchte da nicht so tief hineinspringen, aber für diejenigen, die es interessiert, wir können über das Journal und den Journal-Control-Stack mal schauen, was sich so tut. Das sind die letzten Einträge. Das sind so ein paar Einträge, die sind so ein bisschen wackelig. Hier ein paar Einträge von KDE. Nicht so schön. Hier für das Journal, auch für diejenigen, die es nur interessiert, alle anderen müssen jetzt, können jetzt schon ausschalten, kann man natürlich eine entsprechende Hilfe, entweder über *-help, oder aber umfangreich, wie unter jedem Linux und Unix machbar, über Manual Page das entsprechende Manual sich holen. Grund ist dafür, dass sich natürlich die Boot-Konfiguration schon seit langem geändert hat. Hier wird über System Controller, genannt Systemd, ein Daemon, der im Hintergrund läuft, die Dienste gestartet. Darauf hat man sich vor einiger Zeit schon drauf geeinigt, sodass man hier sehr gezielt schauen kann. Wenn wir hier sehen, das beispielsweise ist der Eintrag für den Apache, aber wir können ja mal gucken, ob wir ähnlichen Eintrag Journal CTL-F-W für Bind finden oder für Named. Minus W gibt es nicht. Ich habe mir eben das Kurzzeitgedächtnis. Hat nicht so gut funktioniert. Ich lasse das auch ungeschnitten hier. Nobody is perfect. Minus F minus U. Minus F minus U. Da sind die letzten Einträge von named, sodass man gezielt aus der großen Datei, die hier mit protokolliert worden ist, sich die Dinge auch direkt rausrufen kann. Und hier sehen wir, ne, da ist die Serial Number geladen und der Berkeley Internet Name Domain, genannt Bind, ist voll aktiv. Ohne den müssen wir gar nicht weiterdenken.